Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird wieder Zeit für die Abstimmung und ich freue mich schon so drauf. Ich habe richtig Lust auf eine neue Reihe. Ich weiß gar nicht warum, aber ich möchte unbedingt was Neues anfangen. Auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in meiner letzten Abstimmung hat The Killer in Zeit gewonnen. Und ich kann euch schon sagen, ich habe ihn schon begonnen zu lesen. Und falls ihr mein Top 10 Video über die besten Reihen, die ich 2022 angefangen habe, noch nicht gesehen habt, guckt euch das gerne mal an, denn dort kommt die Reihe nämlich auch schon drin vor. Nochmal ein paar kurze Infos zur Abstimmung, weil ich das Gefühl habe, dass immer ein paar neue Leute dazukommen. Ihr habt einmal im Monat die Chance, für einen Titel abzustimmen, den ich anfangen soll. Dafür habe ich eine Liste, die ich in einen Zufallsgenerator packe. Und dort sind ziemlich viele Titel drauf, die ihr mir in den Kommentaren empfehlt. Also bitte empfehlt mir immer fleißig rein in den Kommentaren. Ihr findet alle Infos zu der Abstimmung in der Infobox und wie ihr dorthin gelangt, um abstimmen zu können. Die Abstimmung geht immer eine Woche und dann werte ich es aus. Und wenn ihr früher wissen möchtet, welcher Titel gewonnen hat, dann guckt immer gerne in meine Beiträge rein. Denn dort schreibe ich am Auswertungstag rein, welcher Titel es denn geworden ist. Aber ihr könnt auch unter meinem Beitrag immer ganz genau sehen, wie hoch euer Titel gerade steht, für den ihr abgestimmt habe. Auf jeden Fall lange genug geredet. Ich würde sagen, wir starten. So, dafür habe ich mich wieder etwas kleiner gemacht und meinen wunderschönen Zufallsgenerator rausgekramt. Auf jeden Fall habe ich die Namen der Titel wieder in die Infobox geschrieben. Bitte schaut doch mal drauf und sagt mir, welcher Titel dort noch rauf muss. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten. Und oh, ich hoffe, es wird was Gutes, obwohl alle Titel gut sind, die da drauf sind. Aber ich habe so Bock auf was Neues. Ich freue mich schon so. Und der erste Titel ist... Abesada. Oh, das ist richtig interessant, aber ich würde sagen, wir gucken uns was dazu an. So, und hier haben wir den Titel und ich muss das Cover leider zensieren hier auf YouTube, denn man sieht ein bisschen was, was man, denke ich, auf YouTube nicht sehen darf. Von daher wundert euch nicht. Aber auf jeden Fall ist dieser Titel bei Carlsen erschienen und kostet 14,99 € pro Band, denn ich glaube, das sind 2-in-1 Bände, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber auf jeden Fall geht es hier um Japan Mitte der 30er Jahre. Eine junge Prostituierte verliebt sich in einen Restaurantbesitzer, verbringt mit ihm schier endlose Liebesnächte, bis sie ihn schließlich im Schlaf stranguliert. Nicht aus Wut oder Eifersucht, sondern aus tiefer Zuneigung entmannt sie ihn nach seinem Tod und wird Tage später, seine Genitalien immer noch in der Handtasche bei sich tragen, von der Polizei gefasst. Diese Geschichte sorgte 1936 in Japan für einen Skandal, der in den folgenden Jahren als Inspiration für mehrere Kinofilme diente, darunter Im Reich der Sinne von Ushima Nagisa. Dem Zeichner Kazu Kamimura von Lady Snowblood gelingt es, sich den Geschehnissen mit Respekt zu nähern und die unglaubliche Amour Fu in künstlerisch ansprechende Bilder zu fassen. Ich finde, der klingt richtig interessant. Also habe ich habe von diesem Vorfall schon mal irgendwo gelesen, deswegen ist der Titel auch auf meine Liste gelandet, weil ich das einfach irgendwie interessant finde. Ich mag ja generell True Crime sehr, sehr gerne, deswegen ist das ein ziemlich cooler Titel. Der ist auch in 2 Bänden abgeschlossen, deswegen auch ein kurzer Titel. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter erster Kandidat, würde ich sagen. Leider ist mir hier gerade mein Zufallsgenerator abgekrepelt, deswegen musste ich ihn nochmal neu starten, nicht, dass ihr euch wundert. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal den zweiten Titel aus. Der erste ist auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr cool. Ich bin mega gespannt, was der zweite wird. Deswegen ist Abesada übrigens nochmal drin. Falls er jetzt nochmal ausgewählt wird, mache ich das nochmal von vorne. Ach, Arte, wie cool ist das denn? Das ist auch ein mega cooler zweiter Titel. Da haben wir ihn. Und das ist auch ein Carlsen-Titel. Der ist, glaube ich, in Großformat sogar. Und kostet 10 € pro Band. Und läuft noch in... 17 Bänden. Oha, der geht ja ganz schön lange, aber der sieht ja richtig cool aus vom Zeichenstil. Habe ich schon total viel von gesehen. Sieht richtig, richtig schick aus. Aber auf jeden Fall geht es hier um. Arte ist eine junge Adlige, die im Florenz des 16. Jahrhunderts, der Geburtsstunde der Renaissance, lebt. Eine junge Frau mit einem großen Traum. Sie will Malerin werden. Doch in diesem Jahrhundert ist das alles andere als normal. Geschweige denn möglich für eine Frau von adligem Stand. Maler zu werden ist allein Männern erlaubt. Doch Arte will das nicht akzeptieren und beginnt ihren Kampf gegen die Diskriminierung. Mit harter Arbeit und ihrer immer positiven Art. Boah, das klingt auch richtig cool. Das klingt ja wie auf mich zugeschnitten. Warum ist mir der Titel denn vorher noch nicht aufgefallen? Ich weiß, dass der mir in meinen Kommentaren empfohlen wird. Dann habe ich mir den auch kurz angeguckt. Aber ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so eine coole Story scheinbar ist. Das ist auch mal ein sehr, 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 sehr geiler zweiter Titel. Oh, ich bin gespannt, was der dritte jetzt wird. Aber suchen wir uns ihn aus. Ich bin so gespannt. Das sind ja schon 2 richtig, richtig geile Titel.
Aber was wird der... richtig. Ich verspreche mich schon wieder. Aber was wird der dritte Titel? Das wollte ich sagen. Oh, I'm oder im Great Priest Imhotep. Okay. Ach, der ist das. Ich hatte gerade den Namen gelesen und gerade überhaupt nicht mehr gewusst, welcher Titel es war. Aber ja klar, der ist ja auch richtig cool. Der ist in 11 Bänden abgeschlossen und auch von Carlsen. Ich habe einfach nur 3 Titel, die von Carlsen erschienen sind. Aber Carlsen bringt halt auch einfach coole Reihen raus. Auf jeden Fall ist das einer, der, glaube ich, in Ägypten spielt. Aber ich lese mir erstmal was dazu durch. Der Hohepriester Imhotep aus dem antiken Ägypten weilt wieder unter den Lebenden. Im modernen Japan gestrandet ist er ein Jäger, der die Menschen vor dem uralten Übel der Magi bewahren soll. Gottgleichen Wesen, die nach der Vernichtung der Menschen trachten. Aber braucht unsere moderne Welt einen 3000 Jahre alten Priester, der von einem Fettnäpfchen zum nächsten stolpert? Und vielleicht ist er kein Jäger, sondern ein Gejagter. Okay, klingt auch richtig cool. Ihr müsst wissen, ich liebe, liebe, liebe das antike Ägypten. Ich finde es einfach so interessant und ich finde einfach irgendwie die Zeitspanne voll cool. Deswegen ein bisschen schade, muss ich sagen, dass er in der aktuellen Zeit ist. Ich würde lieber was über das alte Ägypten lesen, aber trotzdem sehr, sehr cool. Der ist auch abgeschlossen, das finde ich auch cool. Ja, ich würde sagen, richtig, richtig coole 3 Titel. So, ich habe mich mal wieder größer gemacht und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dieser Auswahl. Da sind wirklich 3 richtig, richtig interessante Titel ausgewählt worden, was mich total freut. Ich habe auf alle 3 mega, mega Bock, muss ich sagen. Wir haben als erstes Abesada mit einer Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert und einen super coolen Zeichenstil hat, der vor allem realistisch ist und absoluter Psychokram wieder ist, was richtig cool ist. Dann haben wir als zweites Arte, eine historische Geschichte über scheinbar die Diskriminierung der Frauen und Malerinnen in Florenz. Das klingt auch mega cool, vor allen Dingen, weil ich ja historische Geschichten echt geil finde. Dann haben wir als dritten Titel Im oder I'm Great Priest Imhotep. Ich weiß nicht, ob er Im oder I'm ausgesprochen wird. Das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Dieser ja eher ein Shonen-Titel ist, mit viel Action, denke ich mal, aber einer super coolen Story, könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn es um das alte Ägypten geht, bin ich Feuer und Flamme. Also ich bin super begeistert über die 3 Titel. Ich hoffe ihr auch und ich bin so gespannt, für welchen ihr abstimmt. Ich finde alle 3 wirklich cool. Ihr könnt mir mit allen 3 eine Freude bereiten, wirklich. Deswegen stimmt bitte fleißig ab. Ich freue mich wieder, wenn viele teilnehmen. Ich muss sagen, ich liebe das Format und ich freue mich wieder mit euch 2023 super, super, super viele tolle Titel auszusuchen, die ich anfangen werde. Aber worüber ich mich noch mehr freuen würde, ist, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!